Senfcall, die Privatsphäre respektierende Videokonferenz. Ich möchte euch einmal zeigen, wie einfach ihr auf senfcall.de eine Videokonferenz starten könnt und das Ganze sogar ganz ohne Installation, DGSVO-konform und mit Open-Source-Software. Ich klicke einfach hier rechts auf Meeting starten und komme zunächst einmal zur Datenschutzerklärung. Die kann man sich hier in Ruhe durchlesen. Da ich das aber schon getan habe, klicke ich einfach auf den gelben Button. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Dann suche ich mir einen Namen für meinen Raum aus, beispielsweise mein Raumname. Mal schauen, ob es den schon gibt, und das Passwort lasse ich jetzt mal. Wenn ich hier auf Start klicke, kann ich mir aussuchen, mit welchem Namen ich beitrete. Ich gebe mir einen Namen und trete bei. Und schon startet mit BigBlueButton die Videokonferenz. Als erstes muss ich einmal sagen, dass ich mit Mikrofon zu beitreten möchte und das entsprechend auch erlauben. Den Echo-Test bestätige ich und im Moment bin ich die einzige Person in der Konferenz. Wenn ich jemanden in meine Konferenz einladen möchte, muss ich einfach den Link, der hier an der Seite steht, weitergeben. Also in dem Fall https://public.senfcall.de und dann nach einem Slash den von mir gewählten Raumnamen, also mein Raumname in dem Fall. Wenn das jemand in seinem Rechner eingibt, muss auch dort ein Name gewählt werden und dann startet die Prozedur und wenn die weitere Person eingewählt ist, sollte sie auch hier erscheinen. An der linken Seite sehe ich jetzt, dass eine Person hinzugekommen ist. Solange dort so ein weißer Kreis zu sehen ist, hat die Person aber das Mikrofon noch nicht aktiviert und ist noch nicht komplett eingeloggt. Auch dort muss der Echo-Test durchgeführt werden und dann erscheint das Mikrofon. Gut, wir sehen auch, dass ich ein eher eckiges und ein eher rundes Feld habe. Die eckigen Kästchen sind die Moderatoren und die runden einfache Teilnehmer. Ich als Moderator, ich sehe hier hinten das Sie, das bin jetzt gerade ich, der hier eingeloggt ist, habe auch das Recht, Moderationsrechte oder Präsentationsrechte an weitere Teilnehmer zu vergeben. An diesem kleinen Kästchen oben links sehe ich, dass ich nicht nur Moderator, sondern auch Präsentator bin. Ich kann bei Senfcall über das Plus unten in der Mitte bei den Aktionen eine eigene Präsentation hochladen oder auch eine Umfrage starten. Das geht ganz einfach, indem ich auf Umfrage starten gehe. Dann frage ich meine Teilnehmer, habt ihr das verstanden? Und warte von denen auf eine Eingabe, die dann kommt und beispielsweise ist jetzt ja nur hier ein weiterer Teilnehmer, der hat gesagt, ja, habe ich verstanden. Wenn ich auf Veröffentlichen gehe, dann erscheint das Ergebnis auch bei den Teilnehmern. Die Präsentation kann ich einfach hier unten mit nächster Folie weiterschalten und ich habe auch die Möglichkeit, in dieses weiße Blatt einfach beispielsweise mit einem Stift hineinzumalen. Ich kann auch meine Aufzeichnung löschen mit der Mülltonne und ich kann mit dem Mehrbenutzermodus auch allen anderen die Möglichkeit geben, hier etwas zu zeichnen. Wichtig sind natürlich diese Knöpfe ganz unten. Also ich kann einmal das Mikrofon an- und ausschalten. Ich kann die Konferenz beenden. Ich kann meine Kamera einschalten. Dazu muss ich dann auch das wieder erstmal erlauben. Da werde ich durch ein kurzes Menü geführt. Muss auswählen, mit welcher Höhe die Kamera auflöst. In der Regel reicht meines Erachtens niedrig. Und wenn ich die Kamera freigegeben habe und alles läuft, dann erscheine ich auch gleich oben hier im Bild. Ja, das kann ich dann über den Knopf auch wieder beenden. Ich kann auch meinen Bildschirm freigeben und damit andere Programme, die ich gerade ausführe, zeigen. Das ist auch immer eine schöne Sache. Wenn ich die Präsentation verbergen möchte, klicke ich hier auf das Fenster und wenn ich sie wieder zeigen möchte, klicke ich dort unten drauf. Wichtig als Moderator ist, dass ich auch über dieses Teilnehmer verwalten, beispielsweise alle Konferenzteilnehmer stumm schalten kann. Wenn ich alle stumm schalte, muss ich bedenken, dass ich mich auch selbst stumm schalte und meine Stummschaltung hinterher wieder aufhebe, damit mich die anderen hören. Es gibt einen öffentlichen Chat. Ich kann hier einfach etwas reintippen und es erscheint. Und wenn mein Kommunikationspartner etwas tippt, dann erscheint das natürlich auch bei mir. Geteilte Notizen gibt es auch. Das ist ein einfaches Etherpad. Dort können alle Teilnehmer gleichzeitig schreiben und Text editieren. Das kann manchmal ganz praktisch sein, um die Ergebnisse zu sichern.
Ich mache mir aber stattdessen lieber ein CodeMD parallel auf und schreibe das in ein Hackpad. Das ist Geschmackssache. Ja, so einfach habe ich meinen Raum erstellt mit BigBlueButton und SenfCall. Das Projekt finde ich ganz toll. Es ist von einer Uni eigenständig aufgesetzt und wird als freies, spendenfinanziertes Projekt betrieben. Und wenn euch das Ganze gefällt, probiert es doch einfach mal aus. Und wenn es euch ganz toll gefällt, dann spendet vielleicht auch etwas an SenfCall, gebt euren eigenen Senf dazu. Beenden tue ich das Ganze, indem ich hier einfach auf Ausloggen oder Konferenz beenden gehe. Ausloggen heißt, ich verlasse die Konferenz und die Teilnehmer bleiben drin. Wenn ich die Konferenz wirklich beenden möchte, fliegen auch alle anderen raus. Gut, ich hoffe, das hat euch etwas weitergebracht. Viel Spaß mit BigBlueButton und SenfCall. Tschüss.